Jetzt aber gut, Oma. Es ist keiner zu Hause. Bitte leg auf. Die hat bestimmt ein Handy. Ich glaube, Oma hat eine Flatrate, deswegen ruft ihr ständig auch an. Och, und jetzt mach die Krissel doch mal weg, Alter. Die Leute wollen doch was sehen. Ich kann doch nicht stundenlang hier unten sitzen. Alter. Wieso hat der Typ hier eine Steckleiste, wenn alle Stecker frei sind? Wo ist der Computer angeschlossen? Was sind das für technische Designfehler hier? Was? Wahrscheinlich laufen die Computer ohne Strom, so wie Oma. Da ist keine Batterie drin. Hier ist auch nichts. Kerze kann ich nicht nehmen. Ich gehe nicht ans Telefon. Die kann mich echt mal... Also die Oma kann mich kreuzweise. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, die hört das nicht. Sonst kommt die gleich. So. Hier ist... Alter, ich sehe hier nur... Es sieht aus wie in der Arschritze von... Roberto Blanco, da sehe ich gar nichts. So, ICU. Oder wahrscheinlich ICQ, die wollte wahrscheinlich wieder chatten, die Oma. Die muss auch einsam sein auf ihre alten Tage, Alter. Niemand kommt vorbei. Alle hassen die nur. Keine Batterie. Oh oh. Da ist... Ah, ist der Drucker. Da ist die eine Batterie, die ist used, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt nimm die doch mal. Ach nee, jetzt ist die new oder war die vorher auch schon new? Übrigens, folgendes. Ich bleib mal hier unten hocken. Plim, 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 plim. Oma? Ach, keine Sorge, seitdem ich One Late Night spiele, habe ich meine Oma die Treppe runtergeschubst. Nur präventiv. Vorsichtshalber. So. Wieso sitze ich jetzt eigentlich wie ein feiger Hase unterm Tisch? Ich weiß es nicht, vielleicht weil sie mich von erwischt hat und ich nicht alles nochmal machen will. Die Frage ist, sind die Batterien und so immer am selben Ort? Und die Frage ist, ist der Schlüssel, den wir bei Robert gefunden haben, immer am selben Ort? Und wie ist der eigentlich da aufgetaucht? Da war doch leer. Da war nichts drin. Wieso sitze ich jetzt hier eigentlich? Jetzt kommt die Oma nicht. Na, jetzt lass mich raus. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Okay, ich bleib noch mal ein bisschen. Zufällig, gerade ist gut. Habe ich auch in der Schule immer so gemacht. Ich habe mich erstmal an den Tisch gesetzt. Wenn der Lehrer kam, dann hatte ich auch mal so Krissel auf den Augen. Das war diese Einschlafkrissel, wenn der Unterricht so monoton war, dass man mal... Und dann hat bei mir auch so Melodie im Kopf gespielt. So, jetzt aber... Ach, Oma, hau schon ab, ey. Keiner will dich. Was mache ich in meiner Zeit? Ich weiß es gar nicht. Hab ja noch nichts rumliegen, ist ja aufgeräumt. Oma! Jetzt halt mich doch bitte nicht für bescheuert! Wer ruft da bloß an? Die soll man im SMS schreiben. Oder skypen. Oma, lass mal skypen. Wahrscheinlich noch so ein Wählscheibentelefon. So, jetzt aber gut mit den Krissel. Es ist immer so langweilig, am Tisch zu sitzen. Ich weiß, wir sind ja safe, aber das ist auch besser so, als wenn wir rumlaufen. Die Oma überrascht uns. Ah ja, ach, eine wunderschöne Tischstruktur von unten, ja. Solide verbaut aber auch, ja, ja. Aber ganz gutes Level-Design, ne? Wo man auch die Tische von unten angucken kann und so. Finde ich schon... Ich höre mein Herz gerade. Dabei bin ich doch der Grinch. Alter, es ist hier gerade so heiß drin übrigens. Hier im Gaming Office. Es ist gerade so heiß drin, dass ich... Pff, Alter. Jetzt komm raus. Jetzt kommt er wenigstens raus. Die Frage ist, wo finden wir die nächste Batterie? Oma ist ja noch am Telefon. Die ist ja gerade abgelenkt. Da unten kriege ich nicht auf.
So, hier habe ich wieder mein Herz, mein eigenes. Das ist natürlich super. Hier. Ich bin froh, dass die Oma sich immer mit Musik ankündigt und wir hier nicht irgendwann einfach so erschreckt werden. Komme ich an die unterste Schublade? Ich komme an die unterste Schublade einfach nicht ran. Was sind das für ein Zwergenstaat hier? Kann ich da unter den Tisch? Ja. Dann kann ich da nämlich die Schublade öffnen. Wo wieder nichts drin ist. Das ist natürlich ganz famos. So, hier mache ich natürlich das Licht an. Hier ist nichts. Da ist nichts. Es ist ja momentan relativ ruhig. Dann muss ich mal ganz kurz und dann... Ich muss bei Boss unter den Tisch. Muss mal da mich hochschlafen hier wieder. So, da ist auch nichts drinne. Und bestimmt kommt die Oma gleich wieder. Ich traue der Oma keinen Meter. Da ist wieder nichts drin. So, Sie wollen sich also für unsere Firma bewerben? Ja, dann zeigen Sie doch mal Ihre Unterlagen. Das ist aber ein ausnehmend hässliches Foto. Wir beschäftigen keine hässlichen Menschen, das sieht man ja an mir. So, jetzt aber, komm Oma. Ich hab's genau gewusst. Halt, unter den Tisch, sofort. Ja, da ist der Aufkleber. Vielen Dank. Gut. Hier ist der warm gepupste Sessel vom Chef noch und wir müssen warten, bis die Oma wieder abhaut. Das ist ja immer wunderschön, weil während wir warten, haben wir so tolle Ausblicke, wie zum Beispiel hier auf diesen tollen Sessel oder auf eine Holzwand oder wahlweise auch auf eine Computerseite. Wir können aber auch die graue Wand betrachten oder hier die Maserung. Das ist einfach wunderschön. Ich stehe aber nicht auf, während die Oma rumläuft, weil die Oma kann durch Wände gehen und ich kann es nicht und auch nicht durchsehen. Ich glaube, ich speichere dann gleich nochmal mit Mi Echelon. Ich hoffe nur, der speichert auch die Batterien mit. Und ich glaube... Aber wo soll ich noch Batterien finden? Ich habe doch schon eigentlich alles abgesucht. Ich habe jetzt eine Used und eine New. Das Problem ist nur... Ach, Oma, halt doch die Fresse, Mann. Ich will nicht mit dir telefonieren. Es ist 25 Uhr, hier ist keine mehr im Büro. Hör auf damit. Die ist so doof, ey. Mobbing, Oma, echt. Wenn du nicht rangehst, ruft sie den ganzen Tag lang an und dann will sie wieder erzählen, ach ja, mein Ich, ja, und dann habe ich noch diese Krähenfüße, ja, die verhärteten Krampfadern, die wollte der Doktor veröden lassen und dann mit einem kleinen Löffel herausschälen, ja, ja, man ist ja nicht mehr so wie früher, nicht? Und dann bin ich heute im Bus gefahren und da war ein junger Mann, der wollte mir nicht Platz seinen Platz anbieten. Was sind das nur für Zeiten? Nein. Ja. Ach, Gott sei Dank hat sie aufgelegt. So, weg ist er auch. Ich komme mutig aus dem Versteck hervor. Und schreite energischen Schrittes hierhin. Da ist auch nichts, natürlich nicht. Drüben in der Vorratskammer ist auch nichts. Dann laufe ich mal schnell wieder zurück. Wir haben ja eigentlich alles abgesucht. Es gibt doch keine weiteren Batterien. Hallo? So, jetzt haben wir bei Robert... Ist da wieder der Schlüssel auf ominöse Art und Weise drin? Natürlich. So, den Schlüssel nehmen wir. Wir müssen ja noch nicht durchgehen. Ja, haben wir. Picked up Emergency Key. Hat der Robert auf ominöse Art und Weise zufällig auch ein paar Duracell für uns? Offenbar nicht. Ich hoffe... Gut. Manchmal, wie wir wissen, erscheint die Oma ja auch einfach so bei uns im Büro. Haben wir denn noch irgendwo Duracell? Ich hasse dich, Oma!
denk dir mal was Neues aus. Die sagt auch immer nur das Gleiche. Nicht mal irgendwie schön, wie geht's dir? Hey, schön mal deine Stimme zu hören. Bist du so spät noch im Büro? Ach, du Armer. Ja, ja, die fleißigen Arbeiter. So, warte, Echelon. Save, Exit. Ich hoffe, das hat geklappt. Coole Jacke, Alter. Warte, mach nochmal auf. Ah! Nein, Oma, hör auf! Alter, ich bin doch rangegangen. Ich geh doch ran. Außerdem kann ich mich nicht bewegen gerade. Ich kann mich nicht bewegen. Ich will unter den Tisch. Gott sei Dank. Es ist so laut auf den Kopfhörern. Ich höre nichts. Boah. Alter, ich hab doch abgenommen. Who was it on the phone? Gott sei Dank hat sie aufgelegt. Das ist eine Mobbing-Kacksau, Oma, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Ich schwöre, die enterbe ich. Nimm die scheiß Fussel aus meinem Gesicht, bevor ich dich wegklatsche, Oma. Die Jacke ist ganz cool. Wie sauber es hier ist. Die müssen echt eine Putzfrau haben. Hier müssten überall so Wollmäuse, Staubflusen und sowas müssten ja überall rumkugeln. Vor allen Dingen die Oma, die lässt hier so viel Staub fallen gerade die ganze Zeit. Die verpestet die ganze Luft. Komm, Oma, beweg deinen faltigen Arsch. Also das ist so warm hier drin, dass meine Hand ganz klamm ist. Also ganz, das liegt jetzt nicht an der Oma. Das ist auch keine erotische Ausdünstung, weil ich so scharf bin auf die Olle, sondern es ist einfach nur, weil es hier ist ja so heiß drin. Es ist ein Brutkasten gerade. Oma, nimm die Fussel weg. Was passiert, wenn ich jetzt rauskomme? Ich habe ja gespeichert. Oma? 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 Ömchen? Ömilein? Ömelissimo? Ömchen? Omama? Die wartet hier irgendwo. Ich weiß genau, die wartet hier irgendwo. Oder die schlurft hier langsam über den Flur. Boah, das ist aber übertrieben lang. Das mit den Fusseln, das ist auf Dauer echt... Ich gehe jetzt nochmal unter den Tisch. Vielleicht geht's dann schneller vorbei. Nicht, dass sie denkt, die kriegt mich, wenn ich nicht unter den Tisch bin. Komm, Oma, jetzt ist aber gut jetzt. Ist gut. Wir wissen, dass du da bist. Wir haben dich lieb, Oma. Wir haben dich lieb. Lass dich mal drücken. Um den Hals am besten. Lass dich mal um den Hals drücken. Hm? So richtig liebevoll, einfach mit kräftigen Armen um den Hals. Bis deine alte, faltige Gurgel ihr letztes Röcheln ausstößt. Komm, Oma, lass dich drücken. Alter, wann gehen diese Fussel weg? Ich habe keine Zeit mehr, Alter. Es ist schon 27 Uhr. Ich werde nach Tarif bezahlt. Ich kann ja nicht ewig im Büro bleiben. Och, Alter, das ist jetzt aber echt übertrieben. Jetzt gehe ich raus.
Ist mir echt zu blöd, ey. Ganz ehrlich, eine Stunde lang die Fussel auf der Linse, das kann doch nicht sein. Die ist doch da irgendwo. Ist sie nicht? Was machen denn die Fussel hier die ganze Zeit? Ich will nicht.